Ja, servus und herzlich willkommen zurück auf Kandelin mit Steffen von Münsterland TV. Hallo. Dem Yoda. Hallo. Und meine Wenigkeit. Dem Batzi. Genau. Falls einer den nicht mehr kennt, solange der weg war. Ja. Wobei, gestern war er dabei. Karibik, habe ich gehört, ja. War ich. Naja. Habe ich gehört. Leider hat seine Haut nicht mitbekommen. Ja. Nee, ich bin sonnenscheu, weißt du? Ich habe Angst vor der Sonne. Ja, so vampirmäßig, ja. Meine Zukunftsmusik ist so in Rumänien, weißt du? Am Schloss. Also Vampir, ja. Ja. Ach, Dracula. Ja, wem Brot steht, ne? Ja. So, dann machen wir einmal voll. Dann müssten wir eigentlich zwei Ladungen müssten wir hinbekommen. So. So. Ich muss mal jetzt ganz kurz was einstellen. Das gibt's doch nicht, dass ich 20 Minuten nichts gemacht habe. Doch. Gestern auf dem Hof. Nee. Was wollte ich? Ja, macht nichts. Mach mal das. Eingestellt. Das ist voll. Sehr schön. Ja, wir haben gestern den Schweinen sauber gemacht. Angefangen zum Streuen. Machen wir jetzt noch den Wagen rein. Hoffentlich fliegt mal der Ballen da rein. Muss mal schauen jetzt, wenn wir da reinkommen, ob wir da reinkommen. Jetzt noch den Wagen tun wir da reinfahren, dann werden wir ein, zwei Wagen guck mal da rein, fällt das hinter runter. Jo. Prima Ballerina. So, letzter Wagen. Halsschmerzen ohne Ende. Letzter Wagen. Dann muss es genug sein. Und dann holen wir uns Mais. Dann werden wir Mais den reinfahren. Und dann fahren wir die Gärreste aufs Feld drauf, dass wir ein neues Gespann abholen können beim Händler. Ja, die Mission am Feld 24, was ich hatte, habe ich abgebrochen, weil das hat keinen Sinn ergeben. Alleine schaffe ich das im ganzen Monat nicht. Aber dafür habe ich Mission auf Feld 10 genommen. Da sind wir jetzt momentan bei 8%. Ja, das läuft. Hab nicht lange gespielt und schon 8%. Das ist auf jeden Fall besser wie vorhin. Jetzt schauen wir mal, wie viel 33.000 grün ist. Das reicht. Muss reichen. So. Und das lassen wir dann bleiben. Dann fahren wir mit dem MB-Truck auf Feld 18 und fahren mal Gärreste raus. So. Ups. Lass mal stehen. Gehen wir zum MB-Truck. Weil das ist voll. Ja, dann fahren wir auf Feld 18, fahren wir Gärreste. Jetzt bin ich ausgestiegen. Wieder falscher Knopf, schon lange nicht mehr gespielt. So. Fahren wir diese 18.500 raus und dann holen wir uns den anderen Gespann.
Ja, wir haben noch 650.000 Euro. Ich glaube, den muss man anhalten. Dass uns denn das Geld nicht verbraucht wird. Jetzt haben wir ja keine Zeit für sowas. So. Das macht man mal anders. Was ist denn jetzt alles? Hallo? Ja. So, da haben wir schon angefangen. Schon wieder ausgestiegen, ja. Was ist denn jetzt los? So, GPS ist eingerichtet und los geht's. Wunderschön. So, mit dem neuen Gespann werde ich dann von hier, von links nach da unten, nach rechts fahren, nicht so wie jetzt oben hoch runter, weil das einfach die längere Strecke dann ist. Was für Güllefass hast du? Das Samson da für 34.000 und dann das Gestänge dazu gekauft. Und dann habe ich einen Feldrandcontainer, kann ich zumindest 55.000 mit zum Feld bringen. Dann brauche ich nicht mit dem riesen Güllefass da immer auf dem Hof. Ich überlege mir, das eine für 165.000 zu holen. Das hat halt nur 32 Meter, das hat 36 und wie gesagt 4.000 Liter mehr.30, 6 Meter sind es Unterschied. Immerhin. Nee, auch wegen dem Tankinhalt habe ich es dann genommen. Ja. Ist natürlich auch erheblich teurer, weil das Gestänge ja auch noch kaufen musst. Ja, aber noch nicht so teuer wie meins, glaube ich. Was Das hast du zahlt? Alles zusammen? ist ja ne, okay. Habe ich Güllefass und 185 plus 53 sind 238. Dann bist du doch teurer wie ich. Naja, deswegen. Und das mit diesem Feldrand-Container, das funktioniert? Ja. Also, aber nicht den hinteren, ne, mit 900.000, sondern den Standard.
Ja, dann habe ich zwei Tankfüllungen drin ungefähr. Gut, eine Dreiviertel. Und dann hole ich mit dem schnell eben alles wieder vom Hof. Brauche ich nicht mit dem riesen Fass, weil es ja doch sehr groß. Immer auf dem Hof fahren. Ich hatte schon eine halbe Million drin, deswegen du wirst ja auch nicht wenig haben an. Nimmst du Gülle 200 oder nimmst du Gärreste? Gärreste. Genau, Gülle nehme ich in die BGA rein und Ja. dann. Liebsten würde ich den Gülletank an die Ecke stellen, laufen lassen, ja, dass die Gärreste wegkommen. Aber naja, kannst du ja auch nicht machen. Wieso? Deswegen bin ich froh. Wieso? Macht man doch nicht. Aber warum würdest du das machen? Das brauchst du Ja, doch. weil ich mit. Ne, brauche ich nicht. Kann damit düngen, bin ich da wesentlich schneller mit künstlichen Dünger. Ja, das ist aber Bio. Ja, ich habe keinen Bio-Stempel auf meinem Mais und auf meinem Unkraut, was ich gerade dünge hier. Es kostet nichts. Ja, aber noch Zeit, jede Menge. Was meinst du hier? Ich komme 200 Meter, dann ist das Ding wieder leer. Ja. So, ich hole mir jetzt neues Gespann. Naja, wir haben jetzt den von, ist das Deutz? Das ist gar nicht der neue Deutz vom FSM-Team, den können wir dann nächstes auch draufziehen. Und überarbeitet. Mal gucken, der dürfte keine Fehler haben, wenn das vom FSM-Team ist. Ja, mein M-Betrag wird auch jetzt irgendwann ein neues Update rauskommen, habe ich gelesen. Okay. Hat der Licht ein bisschen verbessert und ein paar Sachen. Okay. Und Schläuchen und so. Ja. Ach ja, so. Ja, wir waren gespannt, was sie da an der Karte verbessern oder ändern. Max war auch der Rinderhof zu eng alles. Moment. Kinder, Kinder. Ich sag's dir. Na, ich habe meine Großen. Hätte ich gewusst, dass es so schlimm ist, hätte ich noch zwei gemacht. Echt noch zwei? Oh ja, ich will noch Zwillinge haben. Ach so, ja, dann. Aber meine Frau spielt da nicht mit. Ja, dann musst du ja nicht die nehmen. Oh, wir sind da auf Zeichnung. Ich will keine andere. Kinder oder Frau? Frau. Sehr schön. Das wird sie freuen. So. Haben wir den ja. zweiten. Haben immer noch 400.000 drin. Tiram, tiram, tiram. Das Problem ist, was ich habe. Wir haben keine Probleme. Wir haben nur Lösung. Ich habe keine Lösung. Wir haben ja gar nichts am Mods, ey. Nicht einmal eine Sämaschine haben wir als Mod, weißt du das? Doch, Wo? klar. Ganz hinten. Wo? Unter Seemaschine, Seetechnik. Das ist eine 18 und eine 9 Meter. Nein, eine 12 und eine 9 Meter. So, hier. Und beide kannst du dir sogar noch beim Lohnunternehmen allein zum Testen. Die NF Marsch Multifrutti gefällt mir nicht. Ja, einmal eine Pronto und einmal eine Amazon ist da drin. Horsch, horsch, horsch. Was zum Geist? Na, das sieht hoch. Aircard. Zusatztanks. Hab ich noch nie gesehen. Das Tank ist aber kein Mod.
Was ist denn das? Es gibt da eine Seemaschine, ein Standard, wo du dann so einen Zusatztank vorne dran machst und hinten. Ja, das ist ja Dann wird das das. auch mit Schlauch verbunden und dann hast du noch so ein Armaturending und ich weiß nicht. Auf vier Räder ist das Federstedt. Was Ja. ist das? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Glaube ich aus den Seedhawk 980. Seetechnik. 34.500 34.500 Liter. Leg mir am Arsch. Ach, die, ja. Ja, die ist aus dem Big Butt, Dings. Das musst du mit dem anderen Teil zusammennehmen, ne? Kostet dann 500.000 fast, ne? 640 PS, wo soll ich da die hernehmen? Aber dafür hast du ja noch 25,6 Meter bestellt. Super. Also lohnt sich bei Meilenfeld schon hier, aber. Aber für das Nee, aber Geld. das Ding kannst du nicht drehen vernünftig. Ich glaube, da kannst du mit der 12 Meter, 9 Meter, da hast du den Helfer viel schneller gedreht. Dadurch bist du, glaube ich, effektiver mit so 12 Metern. Was ist noch besser für eine? Ist die Pronton besser oder die Condor? Da kommt drauf an, wenn du kleine eckige Felder hast, dann würde ich Ich die habe erste bis nehmen. jetzt nur ein Feld. Welches Feld Ich hast du bin denn? nicht so reich wie du. Du hast doch zwei Felder, oder? Nein, Feld 18 Ach, habe das ist ich. alles eine Wiese, ja. Ich würde dann die Horsch-Bronto nehmen. Die Condor bin ich ja zufrieden damit. Du hast Condor? Ja. Ja, du hast auch Riesenfelder, aber er hat ja kleines, nicht ganz so großes Feld. Ja, jetzt Dann habe würde ich ich. noch Kleines. Ich will mich ja ein bisschen vergrößern. Ne? Ich denke ja an die Zukunft. Ich will nicht später wieder. Dann nimmst du zwei davon, machst einen Helfer und du, dann bist du genauso schnell. Aber wie gesagt, sind beide da. Ich finde, die Kondo ist halt sehr steif. Du musst halt etwas länger drehen oder größer drehen. Was wollte ich jetzt nachschauen? Also Feld, 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 Ob du Feld. Geld hast. Kümmere dich du nicht um mein Geld, denn mein Geld arbeitet von alleine. Das ist schön. Es fließt. Aber nur wenn die BGA gefüllt ist. Oh. Wenn ich mir den Trecker und die Scheiße kaufe, dann kann ich mir das Feld nicht leisten. Scheiße, kaufe, kannst du meine Gülle nehmen hier, dann brauche ich nicht aufs Feld tragen. Verkauf jetzt halt. Kannst nicht verkaufen. Das Feld, klar kann ich das Feld verkaufen. Nicht Feld. Gülle. Nee, Gülle kann ich verkaufen, aber Gäresse nicht. Ja, du musst. Kannst es nur im BGA verkaufen, oder? Die Gülle ja, aber nicht die Gäresse. Ja, das weiß ich. Ich frage wegen der Gülle. Ob man die Ja, die nur im verkaufe ich BGA da. verkaufen kann, oder? Habe ich noch nicht geguckt, aber ich glaube ja, kriegst du am meisten Geld für Will. Moment. Ja, Haben wir, glaube nur ich, im hier. BGA. Okay. Das ist shit. Kriegst 500 Euro pro 1000 Liter von mir. Für was? Für Wenn ich es deine abhole? Gülle. Dann hol es ab. Für meine Gülle, nee, für die Gäreste, ja. Ja, die Gäreste kaufe ich dir nicht ab. Die Die Gülle krieg ich krieg ja ich für 900 umsonst. verkauft. Die Gülle krieg ich für 900 verkauft. Da brauchst du nicht so weit tragen. Was? 900? Ich glaube, ich krieg 900 Ich dafür. krieg nur 720. Ja, kann sein, dass es runtergegangen ist. Ja, 720 jetzt. Ich meine, es war immer 900, aber 720 ist auch viel Geld. Mist ist 1600. Genau, so wie Silage. Deswegen bin ich ja schon wieder schuldenfrei. Du hast Kredit aufgenommen. Ja, ich habe das Riesenfeld hier gekauft. Ich hatte 1,1 Millionen Kredit. Ach so ist das. Ich habe ja noch gar keinen Kredit aufgenommen. Ja, ich habe ja auch keinen mehr aufgenommen. Ich habe halt die Bank hier in der Stadt unterstützt. Jetzt kommt mir das, wenn ich mir das Feld kaufe, den Trecker, die Sämaschine und Güllefass, dann könnte ich mir Kredit aufnehmen, dann könnte ich das schaffen. Könnten wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Kannst du ja drüber nachdenken in der nächsten Folge. Haben wir soweit? Ja, liebe Leute, dann werdet ihr das erleben in der nächsten Folge, was ich mache, ob ich pleite gehe oder nicht. Das werden wir sehen.
Ich wünsche euch viel Spaß. Schaut beim Steffen vorbei und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.